Ja, hallo, ich bin der Thomas und begrüße euch zum Service Mix Training. Ich habe lange überlegt, ob ich ein Service Mix Training anbieten sollte. Jetzt habe ich mich dann doch dafür entschlossen, da das Service Mix ja eine Alternative ist für das Deployment von Integrationsrouten. Der Service Mix, das ist eine, ja, im Prinzip ist es eine Laufzeitumgebung. Es ist ein Container, in den ich Camel-Routen, ActiveMQ, Destinations wie Queues und Topics und Web-Services platzieren kann. Ja, und er adressiert hauptsächlich den Betrieb von meinen Integrationsanwendungen. Und das ist auch genau der Punkt. Und als das sollte man den Service Mix auch verstehen. Der Service Mix ist eigentlich nur eine Deployment-Option. Und außer dem Service Mix gibt es heute einige, die vielleicht sogar spannender sind als der Service Mix. Beispielsweise Docker oder Spring Boot. Also ich kann mit Apache Camel auch Integrationsrouten erstellen. Ich kann ActiveMQ benutzen. Ja, ich kann CXF benutzen oder irgendwas anderes für Restressourcen und kann das Ganze dann in Docker-Container packen oder ja, mit Spring Boot betreiben und die Betriebseigenschaften mit Spring Boot herstellen oder sogar in Kombination Spring Boot mit Docker, und dann bräuchte ich gar keinen Service Mix, der das Ganze nur auf der Java-Ebene macht. Ja, aber trotzdem, ich habe mich entschlossen, das Training noch zu machen, da viele den Service Mix einsetzen, viele sich dafür interessieren. Deswegen gibt es dieses Videotraining. Aber mein Tipp ist folgender. Die ESB-Eigenschaften vom Service Mix, die kommen von Apache Camel, vom ActiveMQ, ja, und dann auch noch vom CXF. Das sind, ja, da kommt die Integration rein. Und schaut euch die Sachen an. Entwickelt erstmal eine Anwendung mit Camel. Entwickelt dort Routen, verwendet einen ActiveMQ Standalone. Und wenn das alles in der Entwicklung läuft und ihr fertig seid damit, dann könnt ihr euch überlegen, wohin ihr das deployt. Dann ist immer noch genug Zeit zu sagen, ich lasse das auf dem Service Mix laufen oder ich betreibe das Ganze in Docker mit Spring Boot. Daher. Wenn ihr jetzt reingeschaut habt, um eine ESB-Lösung zu finden oder den Service Mix als ESB zu verwenden, stoppt hier erstmal, schaut euch das Camel-Training vom Tobias an, ich blende das hier mal ein, beschäftigt euch mit dem ActiveMQ, baut da was und dann überlegt, was ihr tut. Wenn ihr schon zur Entscheidung gekommen seid oder euch überlegt, könnte der Service Mix eine Runtime-Umgebung, eine Laufzeit-Umgebung für meine Integration sein, dann seid ihr hier richtig. Dann schaut euch dieses Video an. Oder wenn ihr einfach den Service Mix verwenden müsst. Oder, klar, ich will ihn jetzt nicht total schlecht machen. Der Service Mix hat auch ein paar ganz gute Eigenschaften. Also er ist wesentlich ressourcenschonender als die anderen Deployment-Optionen. Ich kann damit viel größere Installationen betreiben. Ich kann zur Laufzeit Dinge austauschen. Ich habe die wunderbar integriert und der Ressourcenbedarf ist einfach fantastisch. Also, wer dabei bleibt, dem wünsche ich viel Spaß mit den kommenden Teilen. Ja, wir machen einiges zum Service Mix. Wir fangen von vorne an. Wir schauen uns Apache Felix an, OSGI Runtime. Wir schauen uns den Bundle-Layer aus dem OSGI an. Wir werfen einen Blick auf Apache Carafe, dann auf Service Mix. Wir werden im Service Mix mit Blueprint eine Route deployen, eine Camel-Route. Wir werden mit Maven eine Java-Camel-Route zusammenbauen und die deployen. Ja, und wir werden den ActiveMQ einsetzen, zusammen mit Camel, um Bus-Eigenschaften hinzuzufügen. Und wir werden auch noch die Legacy Soap Web Services mit reinbringen mit CXF. Das erwartet euch. Viel Spaß dabei. Bis demnächst. Tschüss.